Okay, jetzt müssen wir da natürlich doch nochmal ran. Und zwar an die sibirische Plötze. Nachdem Tashi mir hier ausgiebig erklärt hat, wie man hier rangeht an die sibirische Plötze und sie dann hier auch noch die Trophy gefangen hat, da muss ich doch auch. Also, perfekter Spot fürs Angeln auf sibirische Plötze mit Stippe, mit relativ kurzer Stippe tatsächlich sogar. Oder natürlich einfach mit Pose, mit der Match, mit der Bollo, mit der Stippe oder mit der Grundrute, auch durchaus möglich. Und dann eben schön auf sibirische Plötze. Die will ich haben, schon lange will ich die haben. Richtig schönes Ding. Und das Teil soll endlich mal reingehen hier. Ja, ich hoffe, es klappt gleich. Zack, das nächste. Döbel, ja, wieder ein Döbel. Und ja, eben auf Pose oder auf Grund bin ich hier. Denn, ja, es geht beides. Also, beides schon ganz gut hier, oder mit beiden Arten, Angelarten schon ganz gut hier gefangen. Pose natürlich deutlich besser. Aber, oh, 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 verklickt und, oh, doch noch dran. Irgendwas Kleines. Ah ja. Ja, da haben wir sie doch bald alle. Da haben wir den Döbel, die Plötze und den Kürbiskernbarsch. Also alle drei Kandidaten, die hier zurzeit reingehen. So sieht es aus hier ab dem Döbel. Also 10 Minuten jetzt hier gerade am Spot. Und das Ganze ist schon mal nicht so schlecht. Wenn wir gucken, hier sibirische Plötze nach Gewicht sortieren. 100 Gramm an der Trophy schon vorbeigeschrappt. Also, da geht bestimmt noch ein bisschen was. Und dementsprechend ausprobieren. Eieiei, jetzt hier auf allen drei Routen gleichzeitig. Zack, die nächste. Aber was eben wichtig ist und wo wir hier sind und wie das Setup aussieht und so weiter, das gucken wir uns natürlich wie immer gleich schön im Detail an. Mal eben hier alles rausziehen. Zack. Jawohl. Puh, richtig stressig gerade hier. So. Also, fangen wir natürlich an mit dem Spot. Wo sind wir denn hier? Wir sind am Donetz und zwar direkt neben der City, also gar nicht weit latschen. Hier vorne die nächste Ecke, das ist die Stelle, wo der Kutum immer mal wieder reingeht. Und dann laufen wir einfach ein Stückchen weiter. Also hier ist die City, ganz in der Nähe, man muss gar nicht weit laufen und dann direkt hier vorne hin. Was allerdings wichtig ist, das ist, wie weit man auswirft. Und das macht einen riesen Unterschied. Ich habe vorhin schon eine Stunde hier gestanden oder sagen wir mal 40 Minuten. Und da war dann gar nicht so wirklich was los. Da ging dann eine Plötze rein mit 700 Gramm. Das war so ganz okay. Aber da habe ich dann einfach zu weit geworfen. Oh, komm mal ran hier. Und dann da waren dann sehr, sehr viele Döbel dabei. Und die wollen wir nicht. Und was ich jetzt gerade gemacht habe, ist einen Schnurclip wieder gesetzt. Mache ich ja eigentlich ganz gerne mit den Matchrouten. Denn dann können wir den Köder so platzieren und stehen lassen in der Strömung, wo wir ihn ungefähr haben wollen. Also wenn wir merken, beim Treiben lassen, an der immer gleichen Stelle kommt der Biss, immer an der gleichen Stelle kommt der Einschlag von dem Fisch, dann können wir die Ruten auch so hinstellen mit dem Schnurclip, dass die Köder quasi immer an diesem Spot stehen bleiben. Auch meine Rute ist jetzt, die Grundroute ist jetzt ziemlich genau an der Stelle und wie man vielleicht auch schon sieht, relativ steil nach unten, relativ flach, hier vorne direkt hinter das Gras. Also gar nicht so weit raus, sondern quasi die Linie direkt hier hinterm Gras, genau da vorbei. Also das hier sind die magischen 5 Meter sozusagen, diese Area, mehr nicht. Also wirklich ein ganz schmaler Bereich. Und wenn dann mal länger nichts geht, dann auch einfach hier wieder auswerfen. Man kann auch einfach die Rutenspitze so ein bisschen mehr in Richtung Wasser halten. Und dann, zack, und dann kommen hier, dann wirft man auch nicht so weit. Also zack, einfach runter, richtig schön in Richtung Wasser. Man schmeißt quasi die Pose direkt so ins Wasser vorne rein, wenn man sonst zu weit auswirft. Und dann, wie gesagt, treiben lassen. Ich habe hier, wie gesagt, ja einen Clip drin, 5 Meter ist er jetzt nur. Oh. Jetzt haben wir hier gerade Döbelsaison. Also 5 Meter Clip, mehr nicht. Und dann eben hier
wie gesagt, auf die 5 Meter so treiben lassen und dann, wenn es da steht, wenn die Posen im Schnurclip sind, spätestens dann kommen eigentlich auch nochmal die Einschläge. Mit der Grundroute, ja, geht ein bisschen was. Wir gucken uns auch da natürlich gleich das Setup nochmal an. Aber so richtig viel ist das eigentlich nicht. Also das ist schon deutlich schlechter. Idealer, boah, okay, das ist die erste. Idealerweise ist man hier mit Doppelköder unterwegs. Wenn man ja, den Doppelköder noch nicht kann, dann gucken wir uns auch gleich an. Gehen wir eben nur mit dem einen Köder drauf und den einen, den haben wir eben auch auf der Grundrute. So, können wir jetzt hier loslassen? Sollen wir in die Setups reingucken? Ich glaube, wir haben alles. Na, wir haben noch nicht alles. Erstmal haben wir den Fisch noch nicht. Und als nächstes haben wir natürlich die Tiefe noch nicht. Ich habe hier eine Tiefe von 85 Zentimetern. Also das ist die Tiefe, die soll funktionieren. Und Tashi hatte das auch im Discord schon gepostet, in der Trophy-Halle. Also 84 Meter Tiefe. Das soll funktionieren, hat sie geschrieben. Alles klar, direkt getestet und funktioniert. Also wie gesagt, hier in diesem flachen Bereich. Aber wichtig, nicht so weit raus. So, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal eben in die Setups rein. Also so sieht es aus. Setup und Köder natürlich wieder hier mit meinen dicken, fetten Matchrouten. Wer hat, der hat. Also fette Matchroute raus. Zack, zack, zack. Schön. Damit aber auf kleinen, feinem Setup. Ich bin hier mit 5,5 Kilo Fluorocarbon-Schnur. Ich überlege gerade, ob ich noch kleiner reingehe. Ich könnte noch kleiner reingehen. Wir können das noch ein bisschen, übertreiben. Gehen wir mal hier rein auf volles Risiko in den maximalen Drill. Bremse direkt noch mal ein bisschen runter. So, 3 Komma. Zweites Setup machen wir genauso. Schön klein und fein rein. Fluorocarbon 3,1 Kilo. Bremse runter. So, und dann gucken wir mal. Wenn da jetzt natürlich die Trophy drauf geht, dann ist das schon ein mächtiger Drill. Also dann kommen wir da schon ordentlich. Und die nächste. Ich glaube, ich werfe vielleicht auch noch mal eine Grundroute aus. Guck mal, direkt hier vorne hin ist gar nicht so schlecht. So, das haben wir. Ich glaube, hier auf der 2, da zuppelt gerade was. Ja, oder auch nicht. Warten wir da noch ein bisschen ab. Müssen wir schon. Oh, ich habe den. Der Clip ist ja nicht mehr drin. Schnur gewechselt, dann ist ja der Schnurclip raus. Also 5 Meter rein in den Schnurclip. Zack. Auch hier, zack, in den Schnurclip. So. Also, das ist das erste Setup gewesen. Zweites Setup, hier, auch natürlich jetzt gerade klein, ne? Aber auch wichtig, 16er Haken. Tashi schreibt mir extra, hier, Alden ist mein Haken, das ist der heilige Haken, der hat die Trophy gefangen. Sensationelles Teil, gucke ich mir gleich auch nochmal eben an. 16er Haken, Borkenkäferlarve, Eintagsfliege in Kombination oder Eintagsfliege, Borkenkäferlarve, wie man halt auch mag. Wenn man das noch nicht kann, kann man natürlich auch ganz gut auf Grund angeln. Auch da habe ich jetzt hier einen 16er Haken, übrigens die Attermann Haken, die gibt es da hinten im Spezialshop. Da müsste er sein, da hinten, genau. Sind relativ günstig, aber auch ziemlich gut. Also richtig gut, gerade wenn man halt viel mit der Pose angelt, aber ich verwende die auch eigentlich so ganz gerne. Attermann Haken. Genau, 16er Größe, Borkenkäferlarve hier jetzt einfach nur 6,8 geflochtenes Vorfachsmaterial, Karpfenvorfachsmaterial jetzt hier als Vorfach und dann raus damit. Also auch hier relativ fein unterwegs, das war zu spät, schade. So, hier jetzt wieder treiben lassen. Und ja, aber im Idealfall dann, wie gesagt, auf Pose. Also Pose immer deutlich besser. Und wenn man noch idealer rangehen will, dann natürlich auch mit Doppelköder. Eieiei, jetzt hier aber links und rechts oder was? 1 und 2. Aber das sind nicht die richtigen. Ist jetzt gerade hier Kürbiskernzeit. Die Kürbisbarsche. Ja, die gehen so aggressiv und schnell dann immer rein. Also da nicht ärgern, wenn man da mal einen Anschlag verpasst. Die sind wirklich sehr, sehr, sehr schnell. Und da muss man auch sehr schnell den Anschlag
setzen beim Kürbis. Aber, ja, na, da geht's schon wieder weiter. Zack. Und die nächsten. Ja, so soll das. Und die nächsten Kürbisse. Ja, jetzt ist Kürbiszeit. Funktioniert anscheinend auch ganz gut. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich so schon ganz zufrieden. Einige Döbel, einige Kürbisse, aber eben auch einige sibirische Plötzen. Und so macht das doch Spaß. Ah, so, Schluck getrunken, nun geht er wieder. Also, das, ja, ich glaube, wir haben alles. Ne? Das ist die Stelle, wir haben den Spot, wir haben die Köder, wir haben alles, was wir brauchen, bis auf die Trophy, die brauchen wir jetzt natürlich auch. Oh, jetzt kann das natürlich sein, dass mit der feineren Schnur noch eher die Kürbisse getriggert werden. Das wäre natürlich auch ein Ding, ne? Das wäre ja ein Ding. Jetzt hier mit der kleinen 3,2er, oh, so eine Laube. 3,2er Schnur, 3,1er. Jetzt werden hier ganz andere Fische noch getriggert. Hm, dann gehe ich, glaube ich, gleich wieder zurück auf 5,5. Weil hier auf das geflochtene Material gehen ja auch. Also so super dünn muss man offensichtlich nicht rein. Nicht, dass man hier auf einmal alles Mögliche noch fängt. Wir wollen ja nur die Plötze. Sollen wir nochmal eben ins Café gucken? Ich würde sagen, wir gucken nochmal eben kurz, zumindest in den Shop, was denn die Fische so bringen. Und dann haben wir doch alles, oder? Ist was im Café? Nee, nicht wirklich. Später vielleicht. 3 Stück mit 90 Gramm kriegen wir vielleicht noch hin. Und dann gucken wir hier jetzt mal eben, was waren das? 10 Minuten, 15 Minuten jetzt vielleicht an dem Spot. Jo, Plötze, 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 Plötze bis zu dem Döbel. 20 Minuten. 20 Minuten an dem Spot ist gar nicht schlecht. 128 Silber für 20 Minuten mit der Stippe oder mit der Pose. Kann man doch schon ganz gut machen. Also, nicht verkehrt. Rausziehen. Dankeschön nochmal an Tashi fürs Teilen des Spots. Und ja, jetzt seid ihr dran. Trophys rausziehen hier. Petri Lümmels, viel Erfolg, dass das klappt. Bin ich zu weit gelaufen? Nee, eine Ecke weiter noch. Eine Ecke weiter noch, so. Genau. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags, immer ab 19 Uhr. Petri.